fühlt halt auf der T-Seite. Ja. So, wir starten rein, Leute. Wir nehmen nochmal die Ratsche. Gebt nochmal ein bisschen Gas. Macht nochmal ein bisschen Stimmung für Berserk und für Panther Sports hier auf das 2. Was ich noch ganz schnell machen muss, habe ich nämlich vergessen. Wir haben ja unseren Bind da. Was hatten wir eben? 30% oder so. Machen wir jetzt einfach mal rein. Den Sound wieder für euch lauter machen. Krio und Co. mit viel, also mit einem Contact gegen Kurze hat Paddy schon ordentlich kassiert auf 6 HP runter. Vom Gesamtaufbau her könnte es ein Mitte-Play werden. Aber Marix behält seine Granaten nochmal drin und flasht hier nicht in die Mitte. Und da hat man ganz klar bei Penta erkennen können, dass Berserk in Richtung A aufbaut. Dazu auch noch der Spieler Anna Lang draußen. Das Duell können sie aber gewinnen. Also Red hat einen sehr, sehr starken Kill gemacht. Boah, und bei Paddy knallt's dann auch noch. Xen kommt hier noch hoch und Red mit dem nächsten, Junge. Der rastet hier komplett aus. Marix ebenfalls gefallen. Last Man Standing Solek von Sky in der Mitte dann abgefangen. 1:0 für Penta Sports. Und Berserk ja, wird hier höchstwahrscheinlich eine Force-Buy-Runde spielen. Wobei auf T-Seite, ne, da kann man natürlich auch Akas in der dritten spielen, wenn man jetzt gar nichts ausgibt. Ah. 5 Glocks, was würdest du spielen? An Taktik? Ja, der Spawn ist jetzt nicht für lang da. Ich denke mal, das wird ein bisschen vielleicht B-lastig. Nicht Cutters. Ah, aber geht doch, aber lang. Langspawn war schon da, würde ich sagen. Okay, da habe ich das nicht gerade so gut gesehen. Finde ich auch nicht verkehrt. Warten die HEs gut ab. Können nach den HEs jetzt rein und dann flattert die Flash durch. Oh, wie bitter ist das denn? Ey, wie bitter ist das denn? Paddy dreht sich weg vor der Flash, die sein Teammate wirft. Und dadurch geht die Flash, die Berserk durch den Schlitz da wirft daneben. Das war ziemlich unglücklich für Berserk. Aber Red hat das auch ganz gut ausgenutzt. Der hat einfach mal kurz ein 4K gemacht. Gar keine Probleme. Das war das ein Körbchen? Nee, war keine Körbchenrunde. Ne? Nee, ich glaube nicht. Bisschen Schaden war drin, ja. Ah, schade. Werd auch weniger, ne? Also habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl. In den letzten Games, wo ich gecastet habe. Körbchenrunden? Körbchenrunden sterben aus. Das Boah, die sind generell sehr selten gewesen, finde ich. Also. Das ist immer ein besonderer Tag, wenn eine Körbchenrunde kommt, meiner Meinung nach. Ganz schnelles Kurzplay hier von Berserk. Und da spielt man die Liniendeckung bei Penta. Obwohl die Waffen, die sie haben für die Distanz, vielleicht nicht perfekt sind. Sogar die Farmaster an der Schräge, die hat gegen die AKs natürlich Nachteile. Und da sehen wir es direkt. Gut, da ist auch mit der M4 wahrscheinlich keine Zeit zum Schießen gehabt, so schnell wie der Schuss von Marix da reingeht. Bombe wird für kurz gelegt. Immer noch ein gutes Retake-Szenario für Penta. Aber da werden sie wahrscheinlich warten, bis Sky hier Informationen dann kurz bekommt, bevor sie den Zugriff starten. Und bei Berserk hat man halt eben auch keine Utility wirklich, außer eine Flash und eine Smoke halt eben, um den Retake halt eben zu verhindern. Und dann geht man hier geschlossen lang und halt eben aus der CT-Base vor. Und das macht Marix ganz schön stark hier und ist hier im Duell auch nochmal super dabei. Nimmt das Sky nochmal raus und dann ist es hier die Runde. Für Berserk, so sieht's aus. Berserk hier mit einem Klassiker, würde ich jetzt einfach mal sagen, nur sehr schnell ausgespielt. So ein Kurz-Execute hat an sich Sinn gemacht. Sie wussten, dass da einige MPs an A unterwegs waren, zumindest in der Runde davor. Und gerade die MPs haben dann große Probleme, wenn man kurz nicht aggressiv steht, diese Duelle von der Alangkante oder von der Schräge zu gewinnen. Also ein guter Call. Hier die Alang-Take. Aber die Flashes. Hat sich alles ein bisschen früh angehört. Red bekommt da einen recht leichten Pick gegen Kree, aber die Alang-Kontrolle hat Berserk trotzdem bekommen. Interessant finde ich dieses 3-Mann-Setup auf B. Ja. Denn es sieht irgendwie so ein bisschen anti-gespielt aus. Und Red, der muss sich hier erstmal absmoken. Oh, sie machen eine Smoke-Wall für ihn. Ja, damit er wegkommt. Damit er rauskommt, ja. Stark. Oh, er spielt sogar die kleine Kiste oder oben auf dem Spot. Die Position aus. Ja, nutzt die Smoke halt nochmal aus, das ist vielleicht nochmal interessant, aber... Und jetzt auch geil, kleines Detail, Re-Aggression gegen Kurz. Man denkt immer, entweder lang verteidigen oder kurz, aber wenn ich zum Beispiel Anna lang meine Probleme habe, kann ich auch mal versuchen, verzögert Richtung Kurz zu gehen und habe dadurch wieder eine gute Kontrolle über die Position, die ich anspiele. Beides gleichzeitig, A-Kurz und A-Lang halten, ist in einem breiten Aufbau so gut wie unmöglich. Und jetzt haben sie sogar Kurz einen Spieler komplett durchgeschickt. Oh, das glaube ich, hat er gehört. Und Paddy ist hinten dran. Paddy ist komplett hinten dran. Paddy hat das gehört. Jetzt müssen sie hier nur ein bisschen die Lane, mal ein paar Flashes hochwerfen. Bisschen schießen. Wenn die Smokes kommen, einfach gegen Flashen. Junge, ich hab gar keine Ahnung. Und er wartet. Bekommt beide Kills. So stark gemacht von Paddy.
Sven dazu noch mit dem Frag Out Red. Der schnappt sich den letzten und da hast du deine Körbchenrunde, Dennis. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist was Besonderes, Leute. Haut mal das Körbchen-Emote rein in den Chat. Und ey, das ist wie Weihnachten, wie er da rumgezogen ist. Ne? Also, Paddy gönnt sich da kurz mal die dicken Geschenke. Geht da lang raus und gönnt sich da die 2 Kills. Ah, was soll man dazu sagen? Ja, Sie, ne? ich weiß auch nicht, ey. Das ist schon da. ziemlich geil gespielt von Penta. Vor allem auch jede Entscheidung richtig getroffen, ne? Wann kommt der Push Richtung kurz? Warte ich da ab, wenn ich die Steps höre und so weiter. Es gab kein Overpeaken. Schöner Frag hier auch noch gegen Kree in dieser Eco von Berserk. Die jetzt vor Alang warten. Immerhin kann Devran hier gerade nochmal auf eine Deagle wechseln, der natürlich nicht zu viel ausgeben möchte, damit der nächste Runde wieder die Arbeit. Oh, wie stark ist das? Also es läuft hier mit Penta sowas von klasse. Paddy mit Double Frag und jetzt hier noch die Door auch nochmal gegen Devran ein bisschen Hits. Und dann der Refrag. Also, ich sag mal, Inferno war schon stark, aber Penta gefällt mir hier auf das 2 sogar noch ein bisschen besser. Ah, es sind 5 Runden gespielt, lassen wir die Kirche im Dorf. Denn natürlich kann sich Berserk noch erholen. Da waren noch einige Eco-Runden von Berserk bisher dabei. Aber jetzt geht's halt wieder um die Wurst und keine AWP für Devran möglich, obwohl er sogar noch einen Frag mit der Deagle gemacht hat. Das ist natürlich, ich find's dramatisch. Devran an der AWP, meiner Meinung nach, sehr, sehr wichtig. So, Tarzin hier macht ein kleines bisschen Stress. Er hat auch die Bombe dabei vor Alang. 2 Leute direkt Richtung Lower Tunnels. In dieser Runde spielt Penta mit einer ungewöhnlichen Position von Paddy hier. Aber ich glaube, genau, er will den Pit dann doch noch mitnehmen. Und dann auch die Umstellung, anstatt sich um die Mitte zu kümmern, geht Penta wieder verzögert Richtung kurz nach vorne. Und ich glaube, dass das schon einiges an Map Control ausmacht, dass sie diese Position hier halten. Vor allem, wenn es Richtung B geht, kann Sin extrem schnell droppen. Ja, und da hat Red ein super Timing. Perfekt, vor der Smoke halt eben noch den Kit zu setzen und der kommt halt da komplett free weg. Ja, Scharnier-Smoke, damit man nochmal sauber crossen kann. Jetzt stellt Penta nochmal um, spielt einen Tower an der Doppelbox in der CD-Base. Red wird jetzt noch versuchen, mit dem Timing zurück an die Alangkante zu kommen. Dann können sie in dem 5 gegen 4 sogar A auf Raytech spielen und wenn Red mit der AWP dann noch Schaden gegen Kurz macht, dann gute Nacht, Berserk. So, die Smoke Kombination, damit man den B-Split spielen kann. Aber nochmal, die Position oben von Sin. Der guckt extra nach unten, dass er dann nicht gesehen wird. Oh, und er drückt Sin hier durch. Was ein geiler Winkel. Sky mit dem nächsten. Und die 5. Runde für Penta. Aber ganz ehrlich, wie geil war das denn bitte gespielt von Paddy, nee, von Sin und von Red, dass sie ersten Setup an Kurz spielen, dann umstellen, um den Boost Richtung Mitte zu machen. Und der wird nicht mal benötigt, dieser Tower da unten, weil Xen dann einfach komplett reguliert mit der AUG. Ja, und das zeigt mal wieder, wie stark so eine AUG sein kann halt. Ja. Ja, okay, was machen die hier am Spawn? Ah, wird nochmal, glaube ich, nochmal gewürfelt, wohin das geht. Ja. Ein paar Deagles wurden gekauft, es ist eine Eco-Runde. Schnick, schnack, schnuck, wer ansagen darf, ne? Wer das rauspieken muss. Oder so. Wer ansagen muss. das ist ganz schön gemein. Das ist gemein, das stimmt. Da bist du ganz schön wild unterwegs, so. Ja. Ich habe ja einen Ruf zu verlieren. Und es sieht danach aus, dass es kurz, wenn man hier Mitte den Frag bekommen könnte. Ah, Marix geht da sogar in diesem Duell als Verlierer erstmal raus. 22 zu 46 AP. Da ist schon ein deutlicher Unterschied. Na, also auf B wird es wahrscheinlich nicht gehen, lieber Autodirector. Red hier weggeflasht, das war die einzige Flash, aber er kann den Winkel natürlich nochmal anhalten. Na, der zweite Schuss, er geht vorbei. Was ist es halt wieder, die Überzahl? Gut aufgepasst, sogar noch einen kleinen Team-Damage da bekommen. Kleine Rückhand-HE, die allerdings wenig Schaden macht. Der Bombenplant, den lässt man in so einer Situation auch gern mal zu. Denn der 5 gegen 3 Raytech sollte für Penta eigentlich relativ problemlos vonstatten gehen. Eine schöne Smoke. Ja, um sich hier einen kleinen Vorteil gegen den schrägen Fight zu holen. Ja, und Sin und Sky machen da ganz kurzen Prozess. 5. Runde für Penta. Und mit dem 5 zu 1... hat man, hat die nächste, 6 zu 1, entschuldige, hat man sogar die nächste Flawless Round oben drauf. Das Geld von Penta sieht halt brutal gut aus.
Ja, da hat man das Geld gut investiert, würde ich sagen. Auch dieser ganze Retag, der war auch super ausgespielt. Da hat man wirklich nicht, ist nicht zu aggressiv gegangen, hat seine Utility perfekt verwendet, der Spot wurde gemollied, dann die Flashes in den Rücken und halt eben nochmal diese One-Way-Smoke oder beziehungsweise diese Smoke-Kante halt ausgenutzt, sehr, sehr stark gespielt hat. Definitiv, Penta dominiert wie auch schon auf Inferno, hier auf das 2. Wann kann Berserk den Schalter umlegen? Schöner erster Frag von Devran, aber dass Paddy da direkt wieder 2 macht, ist bitter. Durch den Refrag von Marix haben wir aber eine frühe 3 gegen 3 Situation. Und in dem Moment, wo ich das sage, bekommt Red auch noch den nächsten. Ja, Tarzin, Mitte oben, auch nochmal mit dem Frag hier. Und Double Frag ist es geworden. Somit Überzahl für Berserk jetzt hier. Und es geht hier auf dem A-Spot. Ja, man ist sich, glaube ich, nicht ganz sicher. Oh, der Laufweg jetzt. Der A-Spot frei ist. Sky hat echt einen guten Laufweg. Ja, sie ziehen jetzt aber kurz durch. Und Sky gibt hier tatsächlich Hackengas. Das ist, ist eine sehr gute Gelegenheit. Er muss jetzt... Vor Planten. Die Planten. Und er wird einfach durchgehen. Er geht er durch. Molotov hatte gehört, Marix muss lang und kurz anzielen. Jetzt hat er es geschafft, beide Spieler gesehen. Und er geht erstmal ein Stück zurück. Mollied jetzt onside, flasht sich in den Rücken, damit geht er rum, zwingt die Leute raus. Spray Control passt aber nicht ganz und Marix klatscht die Runde dann raus für Berserk. Aber eigentlich ist das die Runde des Tarzin gewesen, denn dieser Doppelkill in der Mitte, der sorgt überhaupt erst dafür, dass die Runde dieses 2 gegen 1 dann möglich war. Und selbst so ein 2 gegen 1 war jetzt sogar noch richtig spannend. Also ich sag mal so, es ist extrem interessant, jetzt hier die nächsten Runden hier auf das 2 jetzt hier zu sehen. Denn Berserk, die kommen langsam. Ja, der Molotov blockt das B-Play erstmal ab. Ich denke nicht mal, dass das so geplant war, weil die Bombe auch Mitte oben stand. Deswegen direkt die Umstellung in Richtung Lower Tunnels. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Sky spielt hier ganz bewusst einen Off-Angle in der Mitte, hat auch noch ein bisschen Support von... Sinn aus der CD-Base. So eine CT, viel CT-Geld kann sehr schnell weg sein, wenn man nicht aufpasst. Deswegen wäre es wichtig für Penta hier die Folgerunde von Berserk zu unterbinden, die das Tempo jetzt rausgenommen haben. Stehen in der Mitte unten, man hat Alarmkontrolle bei Penta, kurz zielt die ABP an. Die konnte man jetzt zumindest wegflashen, sodass sich Sinn jetzt auch wieder mit um den A-Spot kümmert, so wie es aussieht. Was sagst du zu dem Doppel-AWP-Setup? Sehr wichtig auf das 2. So können sie an B... sehr viel Kontrolle über die Cutters ausüben, wobei mir der Doppelzoom von Xander nicht unbedingt gefällt, weil er nach rechts halt nicht sieht. Er könnte halt easy gepickt werden, wenn Solek da rausgeht. Aber dass du dann natürlich dazu noch eine AWP an A hast, die meiner Meinung nach elementar ist auf dem Bereich, ist sehr stark, ist sehr gut. Doppel-AWP, CT-Seite, immer eine gute Sache. Ah, und jetzt kommt Red jetzt hier mit der AWP auch nochmal zur Geltung, denn der setzt da den ersten Kill in dieser Runde. Und somit ist man in der Unterzahlsituation. Aber man geht wieder raus. Devran, jo, wichtiger Kill gegen Xen erstmal. Und es geht hier rauf. Oh. Aber der Spraydown Sinn. Wie stark war es denn da mit der M4 und Sky auf dem B-Spot? Hält auch nochmal die Flagge hier hoch für Penta. Und Marix, der kriegt hier den Refrag hin. Und der Plan findet statt. Na, er muss halt komplett durchziehen, das wissen sie. Deswegen machen sie da viel Druck, müssen es jetzt natürlich zusammen ausspielen, damit Marix da wenig Chancen hat. Aber schon für Paddy hier das Duell erfolgreich, braucht seine Mates da gefühlt gar nicht. 6 zu 2, 7 zu 2 jetzt, wenn die Bombe defused ist, für Pentasport. Aber, ja, ist halt wieder so ein Doppelkill durch die Smoke, der den Unterschied macht, ne? Eben Tarzin auf Inferno das einmal geschafft. Und man kennt den, ne? Diesen Smoke-Spray unten. Den riskierst du dann, wenn du merkst, dass der Window-Spieler fällt, dann musst du irgendwie dem B-Spieler helfen und das ist dann so das Effektivste, was du machen kannst, wenn du triffst. Wenn du nicht triffst, dann ist eh scheiße in so einer Situation. Ja, das stimmt. Es ist natürlich eben bitter, denn so ein Aufbau durch die Smokes und sowas, wo der eben dadurch bezweckt, dass man halt eben nicht da so gekillt wird. Und wenn dann sowas passiert, ist es halt eben nochmal bitterer. So, Penta spielt wieder einen 3-Mann-B-Aufbau. Auf A gab es bisher auch noch nicht
so viel zu lachen für Berserk, weil sie halt auch immer wieder gegen Red Spieler verlieren, der da unglaublich stark ist. Ich kann schon verstehen, warum Penta dann diesen Dreimann-B-Aufbau jetzt spielt, weil sie eben diesen B-Move von Berserk predikten. Und guckst selber an, wie Paddy, wie weit er vorne ist schon. Ja. Auch das ist wahrscheinlich ein Call von Red, dass sich dieses Spiel immer mehr in Richtung B verlagern wird in den nächsten Runden. Und wenn du dann natürlich jemanden Alang vorne hast, im Häuschen drin, der sagt, hier kommt keiner rein, hast die AWP, die kurz anzielt, dann kannst du auch ohne Probleme den B-Spot zu dritt spielen. Ich glaube, mit der Flash wird Paddy ein Stück vorgehen, oder? Na, er wartet noch. Es wäre zu früh. Also wenn er bei 30 Sekunden oder so geht, außer es kommt ein Commitment von Berserk, dann könnte er es früher machen. Aber aktuell kann er noch nicht wissen, ob nicht noch verzögert, was Richtung lang kommt. Er zieht sogar zurück, oder? Nee, er checkt's gerade. Ja, aber er muss eigentlich gar nicht pushen in der Situation. Red hier ein bisschen supporten, Alang weiterhalten. Aber sie stellen echt auf B um. Der Read von Penta ist der richtige. Naja, und dann ist es halt hier nochmal die Utility, die sie hier sich bezahlt macht. Oh, und der Peak über den Molly. Ja. Führt dazu einen Kill, einen weiteren Hit und dann ist es Marix hier noch mit 16 AP alleine gerade für Berserk. Oh, das ist so schön, Mann. Also kurze Ausschweifung in die Idee dieser Runde. Man vermutet den B-Go, habe ich ja schon alles gesagt. Und dadurch, dass sie drei Leute an B stehen haben, die aber eigentlich keinerlei Duelle oder sowas eingehen, haben sie sogar noch drauf geachtet, dass sie Utility drin behalten. Das heißt, wenn der B-Split kommen sollte, können sie das noch gut in Richtung leiten, wo sie das Duell haben möchten. In dem Fall ans Loch, weil du da natürlich leichter abzielen kannst im Endeffekt. Und es hat wunderbar funktioniert. Das war gefühlt der einfachste B-Hold, den Penta je hatte. Ja, dazu jetzt noch Doppel-Molotov hier an Alang. Auch hier jetzt wieder im richtigen Moment auf 3A umgestellt. Also da kann man eigentlich nur den Hut vor Panthers Reads hier ziehen. Denn das ist stark gemacht. Wenn Xander jetzt nicht komplett wild ist und einfach sitzen bleibt, kriegen sie auch kein Opening bei Berserk. Wichtig, dass Cinder ausgeholfen hat. Ja, Sky smoked ja auch nochmal B ab. Oh, jetzt kriegt er erstmal Besuch. Macht es aber stark. Ein Kill, zweiter Kill, Bomb ist down. Jetzt wartet er hier ab, wird aber von Kree in den Rücken geschossen und somit findet der Plant auf dem B erstmal statt. Ja, ich würde sagen, Kree hat die Smoke auch als kleine Einladung da reingehauen. Da kann man nämlich nach hinten Richtung K durchgehen. Und dass man das sieht, was du gesehen. Wieder macht er so einen Schwinger durch die Smoke. Aber was mir auch nicht aufgefallen ist, aber was der Chat gut gesehen hat, guck mal aufs Scoreboard, ne? Also Berserk. Ich wollte es nicht ansprechen. Ja, Solek und Kree, die sind nicht so ganz wach. Ey. Läuft nicht, nee, läuft nicht. Aber es fühlt sich an wie auf Inferno gerade, ne? Penta am Drücker. Und Berserk chancenlos. Ja, und es funktioniert einfach gut. Sie haben genug Geld. Sie können dieses 2 AWP-Setup halt weiter halt wirklich tragen. Und es bringt halt auch die Kills, was es halt eben machen muss. Na, hier Flashes. Wieder in Richtung lang. Aber Penta spielt gar kein langes Setup. Haben zwei Leute Richtung kurz geboostet. Das ist natürlich immer die Frage, ob man die AWP nochmal durch Flashes in Szene setzt. Kree kriegt nochmal ein paar Böller vor die Füße geknallt. 87 HP noch bei ihm. Ja, und jetzt hat Berserk Langkontrolle. Der nächste Schritt wäre eigentlich Card checken mit einem Molotov und ins Pit reingehen und daraus dann vielleicht den Move spielen. Aber sie wollen, glaube ich, erstmal ein bisschen abwarten. Oh, Junge, den hat er noch getroffen? Yo, also. Wow. Das ist schon hart, ey. So, jetzt kommt eine verzögerte Kurzsmoke. Sie lassen er geht rauf. Sie lassen den Pitspieler stehen. Oh, er sieht ihn aber nicht, ne? Okay, den Fixpunkt kenne ich jetzt noch nicht. Ich glaube, die Flasche ist auch nicht sofort nicht so. Ja, sollte, glaube ich, nicht so. Ist nicht so geflogen, wie sie sollte. Katas gegen Flash verrät natürlich die Position unten, aber schön, wie Paddy hier den Molly löscht, damit er den zweiten Molotov nochmal dodgen kann. Oh. Timing für Sky. Jetzt kann der B-Spieler natürlich zur Mitte rotieren, aber Xen passt natürlich auf, dass hier Mitte jemand stehen könnte. Aber sie gehen Richtung B vor. Der Move von Paddy. Er sitzt in der Smoke. Sie prefine ihn. Sie schießen vorbei. Das ist no zwei Kills für Paddy. Der dritte wäre Overkill gewesen. Debran arbeitet sich ja lang jetzt nach vorne. Kann er Red hier überraschen? Und jetzt hat er sich gerade verraten.
Marix durch den Molly. Das war wild gespielt. Die Flash. Da kann sich Red nochmal vorweg bewegen. Devran kommt hier durch, aber die Bombe sogar nach unten gedroppt. Da ist keine Chance für Devran mehr. Die Zeit reicht einfach nicht. Da können sie easy abwarten bei Penta. Das wird bereits die 10. Runde für den Favoriten sein. Und dann kriegt man ihn hier noch beim Backjump. Ah, es ist echt bitter. Ja. Aber es ist auch so stark gespielt hier vom Penta. So, und irgendwie entwickelt sich es tatsächlich zu der Frage, ob Solek in dieser Halbzeit noch einen Frag machen wird. Was sagst du? Es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Ich will ja keine Prediction abgeben. Wieso nicht? Man sollte das. Sowas sollte man, glaube ich, auch nicht zu oft ansprechen, weil das ist schon bitter genug, dass man gar nicht ins Spiel kommt. Na? Nee, über sowas macht man sich nicht lustig, Leute. Ich will jetzt nicht sagen, ich kenne das Gefühl, aber ich kenne das Gefühl. Ey, also, ab und ich glaube, jeder Counter-Strike-Spieler kennt das. Ja, oder? Jeder also, hat sich schon mal so einen richtig schlechten Tag. Ich glaube, wer da sagt, nee, also ich bin immer der 30-Bomben-Heini so, ich glaube, dann lügt man sich selber so ein bisschen an. Also ich glaube, jeder hatte mal so einen Tag, wo einfach gar nichts geht. Und wo du so einen quergeparkten Wohnwagen nicht triffst. So, also, so eine Tage halt einfach. Ja. Ich meine, immerhin können sie noch 5 Runden jetzt holen auf. Oh Gott, die Flash. Jawohl hier, Kree. Ist das Kill Nummer 2 gewesen? Oh, er hat doch Kill Nummer 2 für ihn. Das ist ja, aber das jetzt, du sagst doch das, was ich so sage, und dann haust du so einen raus. Ich habe das Positive hervorgehoben. Er hat den Frag gemacht. So, Solek, in der Runde ist es auch wieder nichts geworden. Oh Mann, das tut mir wirklich leid für ihn, ey. Dann haben sie jetzt eine 3 gegen 3 Situation. Komm, das muss doch jetzt mal was werden auf der T-Seite. Xen dreht sich weg, aber genau die zweite Flash, die kann er dodgen, bekommt auch noch den Spieler mit der Bombe. Was macht Kree jetzt draus? Sie wissen ja, dass der an der Lang war, dass das Timing Richtung B vielleicht ein bisschen verzögert sein könnte. Jetzt hat er sich hier verraten. Xen ist im One-on-One. Tu es doch, Kree. Gib ihm doch, da schießt er ihn an. Das Crosshair-Placement wirklich perfekt. Aber Xen wechselt auf die AK, merkt, dass der Spieler reinkommt. Die Zeit sitzt Kree hier gerade im Nacken. Weiß er, dass Xen da am Kart steht, er checkt ihn noch, aber Xen bleibt cool. Sucht jetzt natürlich noch die AWP, aber selbst wenn er sie nicht finden sollte, Geld haben sie genug bei Pent. Das ist die 11. Runde für sie und Berserk, die dümpeln immer noch auf 2. Also, das ist extrem schwierig halt. Man benötigt halt mehr Runden. Denn 2 ist, sag ich mal, sehr, sehr dünn. Ja. Vor allem auf der T-Seite von das 2. Wo man ja eigentlich eher dominieren tut. Ja, eher. Es ist, also, wie gesagt, ausgeglichen am Pro-Bereich. Xen hier noch einen Winkel, sieht, dass die Gegner kommen, sorgt, zumindest noch für ein bisschen Schaden, aber kommt nicht ganz weg. Hätte die Flash vielleicht besser geholfen. Wichtiger Refrag hier. Und Solek hat seinen Frag, Leute. Auf geht's. Er hat's geschafft, aber Red ist hier gerade noch im Modus. Die Bombe kann gelegt werden. 2 gegen 2. B-Spot-Kontrolle. Aber noch einige Granaten dabei bei Penta. Und vor allem kann Red hier versuchen, mit der Smoke an den Double Doors zu arbeiten. Da sehen wir es schon. Ich nenne die immer Chaos-Smoke. Dazu jetzt noch Paddy hier. Mit einem guten Duell, Junge. Fiese Flash. Er kriegt den Kill. Der Spieler unter Window. Dann Low AP. Marix hat sich jetzt verraten. Das ist die Gelegenheit. Und der Molly von Red, der reicht noch aus. Auch diese Runde geht an Penta-Spot. Ich dachte, jetzt ist es passiert. Solek bekommt einen Kill, sie kriegen mal einen Spot schnell unter Kontrolle. Aber selbst das spielt Penta dann einfach super, super stark aus. Ja, das ist halt 12 Runden CT-Seite. Das schon ein sehr, sehr dolles Brett. Na? Ja. Lässt einen so ein bisschen sprachlos zurück, ne? Es ist natürlich halt eben da. Ich würde halt lieber gerne ein spannendes Spiel sehen, so, aber man kann halt eben den Tag noch nicht von den Abend loben. Vielleicht wird's auch, ja noch, ne? Es kann halt eben alles auch noch anders laufen. Counter-Strike sei Dank. So, noch ein Frag für Solek. Jetzt läuft's auch mit der AWP. Sky hier in der Mitte, zwar Low AP geschossen, aber die Ablenkung von Sinn nutzt er für einen weiteren Kill. 3 gegen 3. Das Problem ist, dass Red da ganz allein auf dem A-Spot steht. Einen hat er noch gemacht, jetzt nochmal ein Duell Richtung Lang, wenn er Tarsin auch noch bekommt.
Das wäre so heftig. Aber jetzt hat Red natürlich ein Problem. Jetzt könnte aber kurz noch geholt werden. Aber er trifft den Schuss auf die Kante. Punish Tarzin da beim Jiggle Peaken. Solek jetzt im 1 gegen 3. Der müsste in 4 K raushauen. Und die Bombe liegt noch am T-Spawn. Die Bombe am T-Spawn. Und das hat man. Ich werd nicht mehr. Das darf doch niemals passieren. Und da ist es, die 13. Runde für Pentaspots. Ay caramba. Das ist zu viel. Ich glaube nicht, dass sich Berserk davon noch erholen wird. Aber ob ich recht habe oder nicht, das erfahrt ihr nach einer kurzen Pause, denn wir sind in 2 Minuten wieder für euch da. Bis gleich. Junge, ey. Also da wird sich, da wird man sich noch ein bisschen anstrengen müssen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, was heißt, was soll man dazu sagen? Es ist halt einfach nix von Berserk und super krass von Penta. Also es ist wirklich so, das sind 2 Universen Unterschied gerade zwischen beiden Teams. Das ist schon übel. So Leute, willkommen zurück zu Halbzeit Nummer 2 zwischen Pentasports und Berserk hier am ersten Spieltag der 99 Damage Liga Season 16. An der Stelle einfach mal eine dicke Entschuldigung an Berserk. So sollte man natürlich nicht öffentlich über das Team sprechen. Es ist natürlich keine gute Halbzeit gewesen und es war auch nicht für öffentliche Ohren bestimmt. Ich habe vergessen, mich zu muten. Fehler passieren und trotzdem ist an sich unentschuldbar. Mehr als das kann ich jetzt aber gerade eben nicht machen. Schickes Ding hier auf jeden Fall von Paddy mit der P250 gegen den Push von Devran. Ja, und somit ist hier die Runde Nummer 1 in der zweiten Halbzeit halt eben begonnen. Solek, ja, startet hier sehr, sehr gut, macht den Pick unten in die Lower Cutters und kriegt den ersten Kill hier auf dem B zustande. Der Molly, der liegt da nicht gerade gut, aber reicht dann. Und Sky, der wartet hier Mitte unten und macht einen Double Frag. Ja klar, sein dritter in dieser Runde sogar. Ja, nice. Also ich sag einfach mal, gut gespielt von Sky hier. Mit der Glock. Also einfach mal, oh, das ist einfach das Geilste, wenn du so 2 One-Shots dann verteilst, ne, die direkt knallen. 14 zu 2, dass die Pistol Round jetzt noch an Penta geht, Dennis. Das ist der erste Nagel im Sarg von Berserk für diesen Auftakt in die 16. Saison. Naja, es ist natürlich ein bisschen bitter, gerade so ein Duell zu haben, weil es eigentlich Teams sind auf Augenhöhe. Vielleicht funktioniert da halt eben was nicht. Und man muss auch sagen, Hülsk wäre, glaube ich, sonst noch dabei gewesen, ne? Hülskir. Wir wissen auch nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Aber der wäre normalerweise da, also es wäre halt auch noch ein... Es ist halt eben hier auch nicht die Bestbesetzung. Und das spielt halt dann halt vielleicht auch noch eine kleine Rolle mit rein.
Wie komisch ist die denn abgeprallt? Die ist ja, das habe ich aber auch gerade verwirrt. Das muss ich mal gleich testen, ob das immer so ist. Ich glaube, die ist gegen diese kleine abgebrochene Kante noch geprallt. Oh, Defran ist, glaube ich, laut weggesteppt, schleicht dann nochmal rüber. Das ist so aber sie warten wahrscheinlich auf die. Oder? Sie werden 100 Pro auf die Flash von Red warten. Die kann gut, beide blind! Da steht keine Anti-Flash und Defran bekommt da noch zwei. Wechselt auf die AK. Und Kree wird jetzt sogar mit dem Frag gegen Sin, auch das schön abgewartet. Das sieht doch gut aus mit dem Force-Buy hier gerade. Vielleicht nochmal so ein letztes Aufbäumen von Berserk. Wer weiß, wo das hinführen kann. Ja, guck dir jetzt das Aufschließen sogar an. Also man hat eine gute Information. Stark, schön. Zieht rum. Das ist wichtig. Dadurch ist Penta halt eben in der Podulie. Sie haben ja eben gekauft und sie forcen jetzt ein bisschen rein. So, ist jetzt natürlich dieser Gegenforce. Ist natürlich jetzt extrem gefährlich für Berserk, ne? Also, man weiß, dass Penta hier investieren wird in bessere Pistolen, dass da ein paar Granaten dabei sein werden. Da finde ich schon gefährlich, dass Krieger mit dem Messer so lange auf dem Baseboard läuft. Denn Penta steht tatsächlich bereit in den Cutters. Da spielen sie vielleicht sogar ein Execute draus, dass sie die Door schon mal smoken. Inzwischen kann man sehr gute Flashes auf den Baseboard werfen. Aber Kree hat auch eine dieser Positionen, die schwer, also die nicht immer gecheckt werden, sage ich mal. Und vor allem will er den Strahl wohl reinhalten. Ja, jetzt geht's los. Die Flashes kommen. Kree deckt sich hier weg. Der bleibt lange und entdeckt. Erster Kill. Oh, da sind drei insgesamt. Und viel Damage noch hinzugekommen. Läuft bei Kree, aber genau eben der Punkt, du musst auf den Spot schauen, du musst vielleicht noch Door kurz checken, die ganze Zeit kann vom Loch jemand reinkommen, K und Hinterside hast du noch gar nicht überprüft und auf einmal gibt's noch diese kleine Ecke links, die so super, super fies ist. Big, also das Haupt-Big, nicht Big Omen Academy, aber die werden es wahrscheinlich auch machen, spielen übrigens immer mit einem Molotow an diese Position, wenn der B-Spot angegriffen wird oder zumindest sehr häufig. Was ich ein cooles Detail finde, weil viele die Position alibimäßig überprüfen, sage ich mal. Wenn es passt, wenn man gut draufkommt, dann wird nochmal reingeschaut. Und ja, ansonsten ja ist gesehen, das natürlich da krass. Da war ja nicht wirklich wer mit dem Fokus da drauf. War eher das K. Punkt Nummer 1, aber hier ist Oleg. Zwei Kills, zieht sich jetzt zurück. Sieht hier nochmal ein bisschen Zeit zum Rotieren raus. Und am Ende sind es hier sogar die drei Kills für ihn hier. Mit der P52 beendet er hier die Runde Nummer 19. Ja, kriegt er doch noch sein Highlight in Runde 19. Und Penta hat jetzt wieder Geld. Das war die Full Eco. Jetzt geht's halt darum, gegen die erste Buy-Round von ihnen zu bestehen für Berserk. Es ist wirklich so der Kampf um das Comeback. Noch würde ich von keinem sprechen. Denn Berserk hat sich zumindest mit dem gewonnenen Force-Buy nochmal eine Möglichkeit erarbeitet. Und mit dem Schuss von Devran dann auch nochmal ein Opening in dieser Runde bekommen. Aber Penta spielt da relativ schnell in die Mitte und Paddy mit dem Schwinger gegen Tarsin. So, diesmal kommt der Molly, den ich eben angesprochen habe. Kree steht aber diesmal oben auf der Kiste, kann... Das war richtig noch ein Frag machen, genau. Und Devran, der fängt Xen in der Mitte noch ab. Das heißt, eine 2-gegen-2-Situation mit Spotkontrolle. Für. Ja, und die Jungs von Berserk, ja. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, denn Defran ist runtergehittet, aber man hat hier noch zwei Flashes jeweils und sogar diesen Molly, der so entscheidend wichtig jetzt hier in dieser Runde war. Und dann gibt's hier die Flashes. Der Hagel oben rüber. Und kriegt man hier Penny raus. Oh, aber auf wie? 4 Kills, Defran hier. Also da muss man auch mal eine Ratsche hier raushauen. Absolut. Geiles Teil von ihm. Hatte sich verdient, die Ratsche. Nicht nur mit dem Schuss an kurz angefangen, sondern eben auch in der Mitte dann einen der Rotationsspieler abgefangen. Beide Frags im Retake gemacht. Also mehr kannst du kaum arbeiten für dein Team. Und die Jungs von Berserk mit Runde Nummer 6. Damit fehlen nur noch 8 Runden zum Ausgleich. Immer noch eine ganze Stange, um ehrlich zu sein. Das ist schon sehr, sehr viel. Und man geht jetzt hier schnell lang raus.
sogar direkt abgesmoked, also den Molly direkt gelöscht. Tarsi, der macht hier einen Spraydown, klappert und wenig Damage. Oh, was ist das für ein Ding gegen Oleg hier? Oh, und gegen Tarsi! Das ist die verrückte Welt. Panther rennt einfach lang durch. Ja, manchmal funktioniert's mit Druck am besten. Gute Nate auf den Spot, aber noch ein Frag. Kree down. Wie viel Schaden kann Marix mit der AK von Kurz machen? Kriegt er das nächste Brett? Zumindest ein Hit. Die Bombe muss noch gelegt werden. Keine Granaten mehr für Panther übrig. Aber 2 gegen 4. Da hofft man natürlich, dass der Molotov irgendwie noch einen Frag rausholt. Aber nicht mal das ist der Fall. Da kommt Red noch vom Spot weg. Flash verworfen, ne? Somit nur noch eine Flash parat und eine Smoke. Devran, der hat hier den Schirm. Paddy, der wollte von hinten nochmal hinzukommen. Und somit geht man hier in einen 2 gegen 3 Retake. Nein! Marix fällt und Zen beendet auch das Leben von Devran. Somit ist es die 15. Runde. Und ja, vielleicht sehen wir jetzt die Knochenregel, ne? Weil es ist ja kein knappes Spiel, oder? Ja, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Knochenregel könnte funktionieren. Penta hat jetzt halt gesehen, dass es mit dem ganz schnellen Tempo ganz gut funktioniert. Und das ist auch so ein Knackpunkt von das 2. Die Rotation von A nach B oder auch andersrum, manchmal sehr schwer zu bewerkstelligen, brauchen immer ziemlich lange. Und deswegen ist es auf der T-Seite nie verkehrt, möglich mit viel Tempo zu spielen. Man braucht auf der CT-Seite häufig gute Einzelleistungen, vor allem gute AWP-Plays. Ja, Zen versucht jetzt hier erstmal langsam ein bisschen den Druck reinzugeben. Aber man hat es geschafft, da nochmal Tarsin reinzubringen. Sogar außerhalb des Sandkastens dort. Ja, langsames Aufbauspiel jetzt hier für Panther in dieser Runde. Na, ist auch nicht verkehrt. Das 2 ist halt eine Map, wo du wirklich 15 Sekunden lang auch mal Standardaufbau spielen kannst. So, hier den ersten Spieler dann verloren. Wichtiger Frag von Freddy. Den zweiten kriegt er nicht, denn Kree schießt da ein kleines bisschen schneller. Jetzt geht die ABP nochmal rüber. Dass Devran down ist, natürlich dramatisch. War für einige der Runden von Berserk höchstpersönlich verantwortlich. Ah, jetzt lang nochmal das Duell. Zen geht davor. Und wenn man da vielleicht nochmal ein gutes Timing setzen kann. Na, Zen macht den Kill gegen Tarsin, aber hat man Solek noch auf der Rechnung? Ja, Frag Nummer 1 für Solek, der wird aber hier jetzt von Kurz erstmal in die Bredouille gebracht. Der fällt, Marex und Kriel, Last Man Standings hier für Berserk. Und sie müssen hier die Runde holen, sonst ist hier Map Nummer 2 auch an Panther gegangen. Und Kree bekommt aufgrund des, des Plant-Problems von Panther hier nochmal eine Gelegenheit. Aber Xen trifft den Schuss und holt sich noch den letzten mit einem Triple Kill. Beendet er das hier 16 zu 6. Gewinnt Panther Sports dann hier am ersten Spieltag der 99 Damage Liga Season 16. Und damit insgesamt